Wenn die Füße schwer von wackeligen Beinen auf den Boden fallen und von den Pflastersteinen unsere Schritte widerhallen, wenn die kalten Häuserwände uns am anderen Straßenende her mit Echos beschallen, die auf unsere Ohren prallen, und wenn das schummrig-gelbe Licht der letzten Gaslaternen in meine Augen einbricht und ich wieder mal verlerne, halbwegs anständig zu lügen, mich nicht kopflos zu verlieren, dann seh ich dich dort drüben und deine trüben Augen, sie kennen mich an und werfen dann dieses Karussell an. Und alles dreht sich im Kreis um dich herum und ich weiß, ich weiß, ich weiß noch nicht mal warum. Doch es ist so egal, warum, denn weder Ebbe noch Flut haben je die Seele so fest, so gut, so gnadenlos wie mich dein Blick. Versuche ich benommen, in den Traum zurückzukommen, der sich mir immer mehr entzieht. Und wie scheu es wild entflieht, wenn's vom Jäger angeschossen noch sein Blut verliert, das überall vergossen und hinterlassen wird. Und ich folge diesen Spuren und zerschlage alle Uhren dieser Welt, damit mich nicht meine Augen fällt, dann dreht sich alles im Kreis um dich herum und ich weiß, ich weiß, ich weiß noch nicht mal warum.
Alles klar? Bei euch da oben auch alles klar? Cool. Ich versuch's. Okay, der nächste Song heißt Wieder und Wieder. Nicht genug von dieser einen Köstlichkeit, die man im Allgemeinen kennt und banal auch Liebe nennt, sich meist jedoch nicht leicht greifbar zeigt. Frankfurt liegt nun hinter mir und eine leere Flasche Bier offenbart es zu Sauberkeit. Von ihm befreit. Und wieder, oh ja, wieder tue ich mir das an, sitze wieder in der Bahn, muss ewig weiterfahren und freunde mich mit meinem Schicksal an. Mit dem Auto weg von dir und im Osten lenkt der Vollmondschein. Kill mich und so lass mich ab, gibt er mir noch fast ein Grab und wirft mich in die schwarze Nacht hinein. Und Scheinwerfer blenden meinen Blick, ich hab wieder im Genick ein Arschloch, das es so eilig hat. Zu zerstören und vorbei, das ich ihn gerne, weil er gleich einen tollen Blitz entfacht. Und wieder, oh ja, wieder tu ich mir das an, fahr wieder Autobahn, muss ewig weiterfahren, komm niemals irgendwo an, werd immer weiterfahren, Freunde, mit meinem Schicksal an. Niemals hin zu dir. Und daheim lege ich mich müde hin, und weil ich wieder mal hier bin, rufe ich dich gleich nochmal kurz an. Allein schlafe ich noch Stunden ein, träume von dem Vollmondschein und würde einfach viel zu gern wieder zurück zu dir fahren. Vielen Dank. Wir haben, wie Seppel vorhin schon gesagt hat, schon tiefsten Spätherbst. Und das Problem bei dem nächsten Song ist, dass er nur ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster hat, in dem er an sich perfekt passt. Und dieses Zeitfenster ist Ende August. Und somit schon vorbei. Und deswegen heißt dieser Song Der Sommer ist bald vorbei. Laurin, du hast die Ehre. Ich red sonst viel zu viel und das wär wohl ungesund. Ich gieß noch schnell die Pflanzen und mach den ganzen Tag an nichts. Vielleicht bin ich ja faul, doch die Ruhe ist mir Pflicht. Die Sonne zieht nach.
nach rechts und ich spiele hier immer nur Schere, Stein, Papier. Zum vorletzten Song. Das heißt, nach diesem Song bitte ganz, ganz laut Zugabe rufen. Danke. Das ist immer schön, wenn es auch noch bestätigt wird. Das Lied heißt Das Boot und es ist ein schöner Dreivierteltakt. Der Wind steht fast still und fest sitzt mein Anker im Grund und dann nie wieder raus. Mein Boot liegt ganz sanft im Hafen, ja fast schon an Land. Ich mal in den Staub das Bild deines Namens und vom Tabakrauch ist der Lack längst vergilbt. Dort auf den Flaschen voll verwaschener Träume ist schon lange kein Pfand mehr. Aber mach ruhig eine auf, ja, denn früher, da war ich
ihr glaubt es nicht, der Herrscher der Welt und aller Meere und aller Sterne dort am Himmel zählt. Und ja, ich schwöre, all das war mein ganz allein. Mein Zorn brachte Sturm, mein Puls die Gezeit, und nur meine Worte beruhigten die See. Der Gesang der Sirenen und ihre Salzwasserträger galten wie nur mir. Ja, doch all das ist verträumt, längst weggeräumt und versinkt bald im Meer. All die Geschichten sind verblichen und geben nichts mehr her. Sie schwirren nur rund um die Uhr, so rostig und schwer. In meinem Kopf herum, oh bitte nehmt es mir nicht krumm. Ich dreh mich noch einmal um, bevor es Zeit wird zu gehen. Ja, und dann steh ich auf und sag, leb wohl, ich bin weg mit meinen Engeln und Dämonen und all dem Scheiß im Gepäck. Und all das schmeiß ich über Bord und dann fang ich neu an. Und mach dieselben alten Fehler, weil ich's anders nicht kann und nicht will. Und ja, und dann steh ich auf und sag, leb wohl, ich bin weg mit meinen Engeln und Dämonen. Und all dem Dreck im Gepäck. Und all das geht dann über Bord. Und dann fang ich neu an. Und vielleicht schaff ich's ja diesmal. Und wenn nicht, irgendwann komm ich an. Dankeschön. Okay, wir kommen zu unserem letzten Song. Ich habe keine Zugabe gehört. Ja, dankeschön. Hier auch nochmal ganz, ganz viel Liebe an unsere Soundmänner. Ihr macht das großartig. Und die Filmcrew macht das bestimmt auch ganz toll. Ich kann es nur leider nicht beurteilen, aber ihr seht sehr, sehr professionell dabei aus. Props, vielen Dank. Ja. Vielen Dank auch an alle, die zuschauen. Auf jeden Fall. Schönen Gruß nach Hause, in die Wohnzimmer. Ja, danke, dass Laurin uns sowas bringt. Okay. Der letzte Song ist ein Banger. Der letzte Song ist ein Banger. Absolut. Ich kann nicht gut helfen, das musst du übernehmen. Ja, läuft. So. Die Leute, die es kennen, singen bitte mit. Der Rest auch. So. Fuchs, du hast sie ganz gestohlen. Gib sie wieder her. Gib sie wieder her. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Seine große lange Flinte schießt auf dich den Schrot, schießt auf dich den Schrot, lass dich
färb die rote Tinte und dann bist du tot. Lass, ich färb die rote Tinte und dann bist du tot. La, 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 la. Lass dir raten, sei doch nur kein Dieb, sei doch nur kein Dieb. Nimm, du brauchst nicht Gänsebraten mit der Maus vorlieb. Nimm, was brauchst du? Gänsebraten mit der Maus vorlieb. La, 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 la. Hast mein Herz gestohlen, gib es wieder her. Gib es wieder her. Denn sonst werde ich mir deines holen und das schmerzt dich mehr. Ja, sonst werde ich mir deines holen und das schmerzt dich mehr. Hey, sonst will ich mir deines holen und dann lach ich sehr. Ha, sonst will ich mir deines holen und gibt's nicht mehr hin. Ein Riesenapplaus für Frank Albersmann und seine kuschelige Band. Ein universeller Applaus bitte für dieses großartige Konzert. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute Nacht bei uns wart und uns mit diesen wunderschönen Songs unterhalten habt. Und ich hoffe, es geht richtig ab im nächsten Jahr für euch. Viele Festivals, viele Groupies, männliche oder weibliche. Binär. Genau. Und ihr Lieben da draußen, wir sind gleich wieder für euch da. Jetzt gibt es eine kleine Umbaupause, die eine ganz komplizierte Inszenierung, eine Kakophonie des Rückens der Verstärker und des Entkabelns der Verstärker und so weiter. Ihr werdet es beobachten können. Und dann sind wir in einer knappen Dreiviertelstunde, also um 10:30 wieder für euch da mit Jason Fritz. Und da freuen wir uns sehr drauf. Also bis gleich. Ladies and Gentlemen, willkommen bei der 7. Newcomer TV-Nacht hier am Fuße des Taunuses in der Portstraße Jugend und Kultur. Und wir haben ja schon zwei fantastische Bands hinter uns. Und jetzt darf ich euch einen Künstler präsentieren, den ich eigentlich schon irgendwie indirekt von der Sommerwerft kenne, aber es gibt ihn schon viel, viel länger. Hallo Frank. Hallo Seppel. Wie geht's? Gut, gut. Und selbst? Ja, eigentlich ist es ein toller Tag. Es ist ein Herbsttag mit ganz tollen Lichtern draußen, viel rostigem Laub, was durch die Straßen weht. Bist du ein poetischer Mensch? Ich tue zumindest so, ja. Also, weil du kommst ja eigentlich, oder zumindest kenne ich dich von der Sommerwerft, von diesem Songslam. Genau. Da hast du voll abgeräumt, im letzten Jahr, gell?
Ja, richtig, 2020 war das. Aber du bist schon seit 2012 unterwegs als Singer-Songwriter, mal mit Band und meistens aber alleine? Ja. Oder ist es eher mehr mit Band und weniger alleine? Also es ist immer noch mehr alleine als mit Band, weil es auch im Moment einfach schwer ist, Sachen für die Band zu finden. Aber die Jungs da habe ich mir jetzt gewissermaßen diesen Sommer angelacht, so richtig. Und, ich habe irgendwie gehört, also die Vögel zwitscherten es von den Dächern von Bornheim, dass du eigentlich diese Band mehr oder weniger speziell ganz für heute zusammengestellt hast. Ja, ja, das ist doch eine Überraschung. Ja. Danach werden die gefeuert wieder. Ja. Nee, wie ist das denn zum Beispiel, wenn du alleine unterwegs bist, bist du dein eigener Chef und wenn du mit Band unterwegs bist, auch im Proberaum, wenn es darum geht, deine Songs zu arrangieren und so, ist es dann immer eine Diskussion oder bist du da auch der Chef und sagst, so läuft das und nicht anders? Also wenn ich nicht bei der Band bin, ist meine Freundin mein Chef. Wow. Und, oh je, sie wird mich hassen dafür, dass ich das gesagt habe. Ehrlich, ja. tatsächlich, als Band, ja, wir spielen meine Songs und ich glaube, ich gebe irgendwo vor, in welche Richtung es geht, aber ich versuche mit der Band das Ganze schon relativ demokratisch zu halten. Wahrscheinlich lachen sie sich gerade da hinten total ein ab, oder? Nein. Sie tun gerade so, als ein totaler Chor. Also wir versuchen das alle eigentlich zusammen zu gestalten. Wenn ich das allein durchziehen würde, würde es wahrscheinlich richtig scheiße klingen. Und das glaube ich nicht. Also weil ich habe euch ja jetzt gerade beim Soundcheck gesehen und ich habe ein paar Sachen im Netz gehört, aber was mir aufgefallen ist, weil beim Soundcheck merkt man das ja immer, dann die Sänger machen dann ihre Stimme warm und singen dann auch mal alleine irgendwelche Sachen. Und das erinnerte mich so ein bisschen so eine Mischung zwischen Moritaten-Gesang manchmal und Klezmer-Geschichten, also sehr breit aufgestellt von der Range, die du singst. Hast du irgendwie eine Ausbildung, Gesangsausbildung oder ist das Naturtalent? Absolut kein Naturtalent. Ich habe eine Gesangsausbildung gemacht. Ich habe 3 Jahre in Kopenhagen studiert. Wow. Und mein Hauptverdienst ist die Gesangspädagogik und ich bringe Leuten. Ach, das heißt, du bringst Leuten auch noch Gesang bei. Also ja. Wenn ihr singen wollt, geht zum Frank. So irgendwie. Wie ist das mit deinen Texten? Du machst deutschsprachige Texte und was sind die Geschichten, die du erzählst? Wovon handelt das? Also wovon handeln deine Songs? Meistens ist es eine Mischung aus Betrunkensein und Liebe. Also eigentlich klassischer deutscher Pop. Es geht um Bier, es geht um die Deutsche Bahn und natürlich um Sehnsucht und solche Sachen. Und ich sage es eigentlich immer ganz gerne, es darf schön schnottrig sein, es sollte nicht zu schnulzig werden. Ja. Schnulz, irgendwo gehört es wahrscheinlich letztendlich dazu. Welches frisch verliebte Paar ist nicht total schnulzig? Und wir versuchen gleichzeitig trotzdem noch irgendwie so ein bisschen das Dreckige mit reinzubringen. Denn schmutzig muss Dirty Sex und so. Ja, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Auf jeden Fall. Und danach eintrinken gehen. Und danach oder davor. Oder davor. Ja. Bist du mit aktuellen Album unterwegs oder bist du gerade dabei, kreativ was Neues zu gestalten? Wie sieht es bei dir aus? Wir sind gerade dabei, gewissermaßen die Pre-Production zu machen, um eine EP aufzunehmen. Ein Album ist im Moment noch nicht in Sicht und ich habe auch noch keins, das heißt, das wird ein First-Timer, aber wenn man sich ein bisschen was anhören möchte, auf Soundcloud gibt es ein paar Sachen und auf YouTube gibt es ein paar sehr verrückte Sachen. Wie ist das denn überhaupt? Also du bist sozusagen alleine mit Band und alleine unterwegs, hast du eine Booking-Agentur oder musst du das auch noch machen oder macht das deine Freundin, sitzt am Telefon und checkt dich durch die Lande? Wie funktioniert das bei dir? Das wäre klasse, wenn sie das machen will. Ich mache das tatsächlich alleine. Also ich habe mir über die Jahre so ein bisschen Netzwerk aufgebaut, habe auch viel im Poetry Slam Milieu mich bewegt, ohne selbst Poetry Slammer zu sein, sondern ich habe nur immer Musik gemacht. Dadurch viele Veranstalter und viele Veranstaltungsorte kennengelernt und irgendwann kennt man halt Leute und die kennen wiederum Leute und dann verselbstständigt sich das im Optimalfall. Ja. Gibt es eine Tour irgendwie demnächst? Also ich meine, Corona, ich habe es vorhin schon gesagt, ist ja fast vorbei für einige Leute und so. Wie sieht das überhaupt für euch aus? Also bist du immer noch in den Zwängen und weißt noch nicht genau, wie die Live-Zukunft von dir und deiner Band aussehen wird oder hast du irgendwelche Perspektiven? Also wir haben ganz, ganz viele Ideen, wo wir gerne spielen würden, aber leider ist noch nicht irgendwas in trockenen Tüchern. Ich habe 2 Sachen in Offenbach in den nächsten Monaten, das sind aber eher kleinere Sachen, wo ich noch nicht weiß, ob ich die Band mitnehmen kann. Waggon oder wo?
Da nicht. Oh, da muss ich mal den Thorsten fragen. Geiler Ort. Ja, mega. Super Ort. Mega. Oder im Hafen? Oder wo spielt ihr? Nee, wir spielen in der Galerie genau am Ort. Das, da spiele ich am, ach je, das ist am 19. November. Genau, das ist eine kleine Kunstgalerie mit Luga zusammen. Ich weiß nicht, ob du den ja, kennst. Ja, Luga ist super. Perfekt. Absolut. Ja, großartig. Anarchist. Total. Auf jeden Fall. Und dann am 11.12. meine ich, ist spiele ich im Atelier 57 Nord, auch in Offenbach, mit damit Katrin Kempf. Das ist eine sehr großartige Singer-Songwriterin, die zurzeit in Leipzig unterwegs ist vor allem. Du hast ja schon gesagt, du bringst Menschen das Singen bei, also so ein bisschen, aber das heißt, also gibt es Unterricht, aber du bist ja auch als Künstler unterwegs. Bist du teuer? Kann man dich für günstig Geld mieten oder ist es immer eine zähe Verhandlung, also dich zu bekommen? Also ich habe tatsächlich für meine Gesangsstunden einen festen Preiskatalog. Also ich habe leichte Ermäßigungen für Studenten und Schüler, wie man das halt so macht. Also ich bin nicht ganz billig, auch wenn man anderes hören mag von meiner Band. Okay. Das sind andere Metiers, wo ich billiger bin. Ich rede mich im Kopf. Nein, das ist alles gut. Das ist alles gut. Also wir hören dir gerne zu. Uns Auftritte, ja, was Auftritte angeht, wenn es darum geht, Kunst zu machen, kommt es natürlich auch immer sehr auf die Umgebung an und was ist der Anlass, wie viel Geld oder was für ein Zweck steckt dahinter und da lasse ich gerne mit mir reden. Ich meine, es gibt ja jetzt die Kulturinitiative, Freie Kulturinitiative oder Koalition heißt sie, von lauter Musiker und Musikerinnen, die im Grunde genommen, ähnlich wie es in Frankreich üblich ist, politisch durchsetzen wollen, dass es eine Festgage gibt. Also Veranstalter zahlen Musiker adäquat zu dem, was sie tun. Ja. Ist das irgendwas, wo du sagst, ja, da kann ich was mitmachen oder ist das für dich illusorisch, weil du ja auch auf der Straße spielst, also auf Hut spielst und weißt, wie das Leben so für Künstler finanziell funktioniert bislang? Ich finde die Idee nicht grundsätzlich schlecht. Ich glaube, es wäre an sich schön, weil dann auch gesetzlich geregelt wäre, dass irgendwo das Ganze ernster genommen wird und vor allem auch mehr gewertschätzt wird, halt finanziell in dem Fall dann. Das Schwierige mag dann sein, dass es gerade für Leute, die erst anfangen, sehr schwierig ist, das stimmt, Auftritte zu bekommen. Und ich erinnere mich an meine ersten Gehversuche als Singer-Songwriter und ich glaube, die meisten Leute, die anfangen, sind erstmal nicht so der Wahnsinn. Also es gibt natürlich Ausnahmetalente, die von Anfang an super sind, aber ich glaube, damals hätte keiner für mich so richtig viel Geld bezahlt. Nee, aber das sollte man ja eh organisieren. Da gibt es dann die Musikinitiativen oder irgendwelche Initiativen, die staatlich gefördert werden, die dann den Nachwuchs fördern wiederum und dann auch Gagen zahlen können, weil es einfach das Budget gibt. Aber generell ist es ja, und das haben wir ja durch Corona gesehen, ein großes Problem für Berufsmusiker und Musikerinnen, die dann, weil die Menschen genauso wie denken, wie viele denken, der Strom kommt aus der Steckdose, denken ja auch viele Leute, Musik gibt es überall kostenlos. Also ich muss eigentlich nichts mehr zahlen. Das ist ein großes Problem für Leute, die davon leben. Definitiv. Also ich bin froh, dass ich Gesangslehrer sein darf, dass ich das machen kann. Denn das sichert mir die Existenz als Musiker. Es wäre natürlich wunderschön, das auch mit der Kunst machen zu können. Wie ist es denn in deiner Band? Alles Berufsmusiker? Teilweise. Oder alles noch Nebenjobs? Also wir haben Taxifahren. Wir haben zwei Leute, die tatsächlich mit beiden Beinen voll im Leben stehen. Ja. genau. Genau. Und jetzt ist die Frage, wer ist das? Ich werde es mal nicht verraten. Nee, das kriegen wir heute Abend dann raus während des Konzerts. Genau, wir werden sehen, wer so gelassen hier verkacken kann, weil er auch anders sein Geld verdient. Ah, okay, ich sehe schon. Ein strenger Wind weht bei Frank Albersmann.